Willkommen hier zurück zu Stalker Shadow of Chernobyl. Wir werden uns zur Station vorkämpfen. Die Stadt ist voller Monolith-Bastarde und anderem Abschau. Haltet also die Augen offen und den Rücken frei. Das war's. Waffen prüfen. Wir gehen diese Straße entlang. Einsatzbereitschaft in 15 Sekunden. Hallo. Du musst der Gezeichnete sein. Ja. Der Wirt hat von dir gesprochen. Lass uns zusammen einen Durchbruch versuchen. Ja. Ich kenne den Pfad zur Station. Oh. Los. Ja, gut, wir sind jetzt hier aber zurück zu hier zu Stalker, Shadow of Chernobyl. Wir sind in Pripyat angekommen. Ach, guck mal, wie sie alle gleichzeitig losrennen. Stark, wir sollen jetzt der Gruppe folgen. Wir haben ja gehört, was der gute Mann gerade von uns wollte. Ich weiß nicht, ob der gut ist, aber es ist einer von den Befreundeten. Also muss er gut sein. Wie ist das? Hier sollen wir irgendeinen Durchbruch. Also irgendwas sollen wir durchbrechen. Ach, rennen wir nicht durch vor die Linse. Hubschrauber sind selten gut. Hey, ich verstehe kein Wort. Wir sollen einfach nur der Gruppe folgen derzeit, ne? Hahaha. Oh. Hi. Ja, Lager vernichten, das ist alt. Alter Hut. Sind hier jetzt. Hier sind wieder Monolithen ganz viele, ne? Die sind auch hier gut dabei. Die wollen. Die haben ja Muni für uns. Da war ja noch einer, ich weiß, aber wir sollen ja den Leuten folgen hier. Ich bin überladen. Aber so richtig. Ich kann nicht sprinten. Naja, aber die sprinten ja auch nicht, von daher passt das schon. Wir haben ja das wunderbare GP37, oder? GP37. Was uns durchaus Freude bereitet hat. Ein wenig. Ah. Oh. Da auch. So. Und wie man sieht, es funktioniert gut. Wir stehen hier mitten in der Gegend rum. Aber können trotzdem. Da ist noch einer. Okay, wahrscheinlich war da gleich noch einer. Einer weniger. Das war schon ein bisschen mies. Das war nicht mies, es war taktisch klug. Also doch, es war mies. Doch. Da das eine Taktik von den anderen waren, war es mies. Wenn es unsere eigene gewesen wäre, wäre es ein guter Hinterhalt. Die nächste, wo nächste? Und was, warum schnaufen alle hier rum? Als hätten die Asthma. Wo sind denn die? Hallo? 10 Leute, 11 Leute sind in der Umgebung. Hier sind, ich glaube, 5 sind gerade bei uns. Oh. Ah, der schiebt mich. Ich wollte mich gerade wundern. Da ist einer weg. Wunderbar. Ja, schöne Stadt, aber sie ist gerade ein bisschen ungünstig. Also, ein bisschen rüpelhaft. Sind die Leute hier. Da oben ist doch noch einer. Ach so. Trotz Exoskelett relativ schnell rumgefallen. Ist das ein Kumpel? Das sind alles Kumpel. Oh, das sind alles Kumpel. Cool. Also muss mich... Ich meine, muss ich auch über kleine Dinge freuen. Ah. Weg. Ordentlich geschießt. Finde ich gut. Und in den Kopf. Ist ja denn der schwarz? Dann stimmt beides. Dann ist da noch einer. Da ist auch noch einer. Hallo. Hallo. Nö. Oder? Ha, das ist bestimmt vielleicht noch einer. Also, ja, vermutlich. Egal. Ah, sie ist schon tot. Haha. Sonst noch so hier? Oder sind die jetzt alle hier hinter? Ah. Na, hallo. Gehst du wo weg? So. Ja, ich bin ein bisschen... Alles klar. Der Karte zufolge müssen wir rechts abbiegen. Es gibt einen sicheren unterirdischen Durchgang. Das sind die, die wir nicht brauchen, aber ist egal. Ja, unterirdische Durchgänge, ach komm. Wir brauchen sowas. Ich nehme einfach mal die Muni mit, ach, die haben wir, dann können wir hier ein bisschen mehr rumsnipern. Unterirdischer Durchgang. Ja. Aber sind denn alle Gegner hier beseitigt? Jetzt anscheinend schon. Wir haben mit der Gruppe von Stalkern sprechen, der Gruppe folgen. Haben wir mal gemacht, oder sind wir da gerade bei... Sollen wir jetzt hier, genau, wir sollen nach rechts, hat er ja gerade gesagt. Und hierher.
Wobei, das sind ja keine Stalker, das sind ja eigentlich hier Wächter. Oder ist das jetzt hier alles miteinander verschmolzen? Eine Anomalie? Ich vermute mal, wir kommen dann später noch mal ein bisschen freier durch die Gegend hier, durch die Stadt, dass wir selbst uns hier umschauen können. Aber ich bin gespannt. Weil hier will ich mich echt noch umschauen. Ich meine, es ist alles ziemlich Plattenbau hier. Aber trotzdem. Ja, Auftragslager vernichten ist gut. Haben wir jetzt schon zum zweiten Mal gesehen. So. Der ist auch weg. Ich muss ja immer noch hier die KI in dem Sinne loben, dass die eigenen, dass die Verbündeten auch was tun können, dass sie auch durchaus gar nicht mal so schlecht sind, dass die Gegner auch umhauen können. Das ist bei anderen Spielen nicht so, wenn man... Ein unterirdisches Parkhaus. Wir müssen genau im Zentrum von Pripyat sein. Ruhe. Die Lager von Monolith sind in der Nähe. Weitergehen. Wir schaffen es bis zur Station. Was ich sagen wollte, ist zum Beispiel bei Battlefield 3, wenn man da selber nicht alles aufräumt in der Kampagne, dann macht es niemand, auch wenn da 10 Leute von den eigenen sind. Aber man muss selber den ganzen Quatsch machen. Und Stichwort Quatsch, hier ist ja noch bestimmt noch Leute. Ach da. Moment, nee. Hä? Ja, ihr macht das schon, ihr schafft das. Siehst du mal, Weg zum AKW in Tschernobyl finden. Gezeichnet, Herr. Komm her. Wir müssen uns unterhalten. Was? Wer? Der jetzt hier nicht oder der weggeschoben wurde? Also, der PCA Terminator, danke für die Hilfe, Gezeichneter. Das war ein schwerer Kampf. Wir können hier ausruhen. Falls du weitergehen willst, erzähle ich dir mehr über diese Gegend. Wenn du umdrehst und rechts abbiegst, erreichst du den Parkplatz. Dort ist offenes Gelände und nicht sehr sicher. Achso, das ist offenes Gelände. Wenn du weitergehst, kommst du zum Hotel. Rechts davon befindet sich die Monolith-Basis. Diese Typen kennen keine Grenzen. Es sei denn, sie befinden sich an einem Landausgang. Hinter der Basis ist das Stadion. Unser Plan ist, durch dieses Stadion zum Parkplatz zu kommen. Das ist alles. Danke! Handeln. Will der was haben? Ich will theoretisch die Teile haben, aber der gibt mir da kaum was für. Hier, Wodka braucht doch keiner. Puh. Nö, das ist Handeln. So, fertig. Wir haben noch so viel Geld. Wir brauchen demnächst mal einen neuen Anzug, weil der ist schon ziemlich kaputt. Wir hatten ja vor einer Weile mal einen gefunden, aber nö. Anscheinend nicht so. Das hier, das kann ich auch wegschmeißen, fallen lassen. Die brauche ich für die Sniperia. Vollmantelgeschoss verfügt über einen Standardkern. Ich habe keine Ahnung, was das... Das brauchen wir wahrscheinlich nicht, ne? Ich meine, das Zeug ist nicht so schwer. Also es ist aber wahrscheinlich... das wiegt nichts. Fast nichts. Egal. Auch wenn es was wiegt, ich behalte es einfach mal. Was? Wir können woanders hin. Wir sind jetzt hier in diesem Teil. Das sieht von oben gar nicht mal so... Also dafür, dass es eine Stadt ist. Gut, ich meine, das war ja eine Stadt, die extra gebaut wurde, um hier Arbeitsplätze unterzubringen, ne? Soweit ich das weiß. Ich will hier zum Fluss hin. Kann man aber wahrscheinlich nicht. Ich will zum Fluss hin, ich will sehen, wie das aussieht. Auch hier oben den ganzen Teil. Deswegen ist es alles sehr künstlich angelegt hier, die ganze Stadt. Sehr konstruiert. Nicht natürlich gewachsen. Deswegen halt so, ja, ne? Ist halt da. So. Aber das andere ist wahrscheinlich für das Zeug hier, ne? 45, ja, hier, komm. Bitteschön. Kannst du wieder haben. Gibt's eh nichts für. Das ist ein Gegner. Hi. Na gut, wir hätten auch jetzt mit der anderen snipern können. Ach Mensch. Wenn ich rechts gehe, naja, wir haben das ja hier drauf. Da ist Hotel, da ist... Wir werden angeschossen. Hallo, wer macht denn sowas? Ach, da oben ist jemand. Ach komm, hier. Zack. Bumm, haben wir wieder ein paar Schuss. Schlage ich mich doch nicht mit dem anderen Zeugs da rum. Das ist auch gut. Sogar verdammt gut. Aber trotzdem hier. Wenn wir es denn können, dann machen wir das auch gerne. Hi. Ah, siehst du?
Ja, gut, das ist vielleicht auch nicht so geeignet. Hallo? Na? Ja, gut, hier, zack. Ja, wie viele wollen denn da noch kommen? Und warum helfen die anderen mir plötzlich nicht mehr? Hallo? Okay. Ich sehe, was du da tust. Ey, warum versteckt er sich denn jetzt? Da oben auf dem Haus ist jemand. Hahaha. Ey, das ist aber gemein. Das ist voll. Die sind voll fies. Ist die Frage, will ich hier hin? Soll ich hier hin? Ich meine, wir müssen ja. Ich muss wahrscheinlich in die Richtung, ne? Ja, doch, so ziemlich genau in die Richtung. Habe ich ihn erwischt? Aber da im. Ah, das ist. Ich vermute mal. Das ist. Das Gauss-Gewehr, was der da hat. Vielleicht haben wir sogar wieder Gewicht frei, weil wir hier die ganzen Medikits verbraten haben. Ach, Kinders. Schieß nicht auf mich. So. Immerhin etwas. Und ich weiß nicht, ob ich da oben rankomme an den Kerl. Erstmal muss ich den ja wahrscheinlich sehen. Oder wo ist der? Ich sehe halt nichts. Das ist das Problem, was ich gerade mal habe. Ja, und das Geräusch, das ist halt irgendeine Energiewaffe, was ich da höre. Dieses. Genau das. Falls ihr das hören könnt, falls nicht, dann könnt ihr euch das vorstellen. Ha, 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 ha. Ich kann nicht mehr sprinten hier mit der Waffe hier, oder wie ist das? Da ist doch einer. Oh, ist er daneben? Das weiß ich nicht. Das hat nicht funktioniert. Verdammt! Das hilft uns nicht weiter. Siehst du mal, hiermit kann ich sprinten. Was war das denn? Achso, okay. Ach, nicht die Schnorks hier. Das ist auch, hat sich mal ausgeschnorkelt hier so langsam. Da sind noch keine Gegner mehr. Das ist Spielkram. Trotzdem sind die Dinger nervig. Ja, sehr gut. Kommt ruhig näher. Das klingt halt sehr böse. Als ob die direkt hier nebenan stehen. Alter, ich will mir nicht meine Muni verschwenden. Rein in den Kopf. Rein in den Kopf. Ich glaube, ich sollte nicht auf den Kopf zielen, sonst treffe ich ja gar nichts. Ich glaube, ich stelle mich gerade ein bisschen blöd an, insgesamt gesehen. Habe ich die leichte Vermutung. Ja, ich schnaub nochmal rum. Hallo. Na, komm ran. Hallo. Oh, ah. Alter. Ich bin gleich tot. Also ich wäre theoretisch tot, wenn ich jetzt gestorben wäre. Was durchaus nicht allzu schwer zu verstehen ist. Ja, Schnorkfuß brauche ich doch nicht. Die Frage ist halt, wie blöd stelle ich mich eigentlich gerade an? Weil, ich meine, ich verbrate gerade so viel an Munition. Da oben ist noch einer. Oh, Frechheit. So, der andere, der da war. Immerhin trifft er mich nicht, aber trotzdem. Können wir da irgendwie hoch? Das würde mich doch sehr interessieren gerade. Ist er da noch? Ja, der ist tot, ne? Aber hier war doch gerade noch jemand anders. Ich kann doch nicht einfach in der Gegend herumstehen. Komme ich hier in das, komm ich in das Haus rein? Jemand schießt. Komme ich hier rein? Was bist du denn für einer? Ach, du bist ein Kumpel. Ach, hi. Na? Ah, verstrahlt. Ich meine, ist ja alles ganz hübsch hier, aber. Richtig helfen tut das auch nicht. Und ich brauche Muni.
So langsam. Also nicht, dass die gerade knapp wird, aber trotzdem. Ah. So. Wo kam das denn jetzt her? Hey, diese ollen Ghost-Gewehre. Ich will auch so eins haben. Ach, guck mal, das Riesenrad, das Riesenrad. Das kenne ich bereits aus anderen Spielen. Ey, ich kann doch nicht hier... Also kann ich schon, aber... Kann man da hoch? Ich vermute mal ja fast nicht. Da hinten ist doch, da ist doch ein Feind oder ein nächster Kumpel. Wer hat denn hier einen Raketenwerfer? Da hinten ist ein Feind. Aber den kriege ich von hier aus nicht. Nein. Hier, Jeisen. Hallo, ich sehe, es ist ein ungünstiger Platz. Ungünstiger, sehr ungünstiger Platz. Mist, ich sterbe gleich. Bin ich mir ziemlich sicher. Da oben ist noch einer. Ja, aber auch den, den habe ich immerhin noch bekommen. Komm, ich probiere es einfach mal. Wenn ich dann gleich sterben sollte, dann wenigstens mit Stil. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hallo? Hä? Wo ist denn der Piefke hin?